Auch aus Pappe macht sie eine gute Figur, Magdalena Neuner, der Liebling der Fans. Omnipräsent sozusagen bei den 28.000 Zuschauern im Stadion, in der Chiemgau Arena und an der Strecke. Es ist 16 Uhr, als sie beginnt. Magdalena Neuners Jagd auf ihre zweite Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften. ...15 Sekunden ist der Vorsprung auf die erste Verfolgerin, auf Daria Domracheva, die schnelle Weißrussin. 40 Sekunden sogar auf die Bronzemedaillengewinnerin des Sprints, Vita Semerenko, Ukraine. Auf Magdalena Neuner ruhen goldene Hoffnungen. Schießen Nummer 1. Eine Demonstration. Aber auch Domracheva bleibt fehlerfrei. Es ist das erwartete Duell, auch nachdem sich beide im zweiten Schießen je einen Fehler gleich eine Strafrunde geleistet haben. Die Spannung steigt spürbar, jetzt, da das Rennen zur Hälfte vorbei ist. Wir kommen zum dritten Schießen, zum ersten Mal stehend. 50 Meter liegen zwischen den Schützinnen und den Zielen. Grandios von Magdalena Neuner. 5 Treffer, während Domracheva, Sie sehen es, in die Strafrunde muss. Fast 34 Sekunden der Vorsprung. Die Olympiasiegerin in dieser Disziplin auf dem Weg auch zu WM-Gold. So scheint es und so wird es auch schon im Stadion gefeiert. Das letzte Schießen soll bei diesem komfortablen Vorsprung zum letzten Kapitel eines weiteren Neuner-Märchens werden. Aber Fehler. Und noch einer. Immerhin, es bleiben diese 2 und so bekommt Daria Domracheva unverhofft wieder die Chance auf Gold. Sie braucht 5 Treffer. Und schafft sie. Ihr Trainer Klaus Siebert ahnt schon, wie das ausgeht. Magdalena Neuners Rückstand beträgt 13 Sekunden auf Daria Domracheva. Das ist zu viel, um die Weißrussin noch einholen zu können. 25 Jahre alt ist Daria Domracheva. Schon länger gehört sie zu den Besten im Weltcup. Ab jetzt darf sie sich auch Weltmeisterin nennen. Magdalena Neuner gewinnt Silber, macht nach Bronze in der Mixstaffel und Gold im Sprint den Medaillensatz komplett und zeigt, warum sie eine ganz große ist. Wenn es eine verdient hat, dann auf jeden Fall die Daya. Sie musste jetzt schon öfters mal hinter mir zurückstecken. Heute hat sie es, dem darf sie mal vorne sein. Das war einer meiner Träume. Ich habe mir immer wieder gesagt, Daria, hör nicht auf zu träumen. Irgendwann wird der Traum wahr werden. Und jetzt ist er wahr. Der erste Weltmeistertitel für Daria Domracheva. Gold für sie. Platz 2 und Silber geht an Magdalena Neuner. Bronze an Olga Vilukina, Russland. Dieser Biathlon-Sonntag hier in Ruhpolding ist ein besonderer. Dank zweier sympathischer Athletinnen, deren Duell alle begeistert und verzaubert hat.